Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Vor wenigen Tagen habe ich noch das Auspacken hier präsentiert, was wir hier kurz einen Ausschnitt nochmal erkennen können. Jetzt ist der geländegängige Kranwagen auch fertig mit seinen über 4000 Teilen und Gott sei Dank nicht ganz so vielen Aufklebern, aber ein paar sind es, die wir hier nochmal ganz kurz sehen. Also das gute Teil ist schon groß und das werden wir uns jetzt gleich ganz detailliert angucken. Hier nochmal ganz kurz einen Blick ins Innere während des Baus. Wir entdecken wirklich sehr, sehr viel an Technik. 4057 Teile sind es insgesamt für immerhin nur in Anführungsstrichen 230 Euro. Ein Teilepreis von unter 6 Cent und der Straßenpreis, also der normale Handelspreis, liegt teilweise schon unter 200 Euro. Also das ist eigentlich ganz okay. Wir sehen eine Batteriebox, wir sehen einen L-Motor da oben, die da nebeneinander verbaut sind. Viele Zahnräder. Wir sehen auch, dass das Ganze funktioniert. Und wir werden gleich sehen, wenn dann auch der Ausleger dazu gekommen ist, dass man eine Menge mit diesem Modell anfangen kann und dass da diese ganze Technik, die da drin verbaut ist, inklusive dieses Drehmöglichkeit, da so ein kleines Kugellager, was da drunter sich befindet, dieser V8-Motor, dass das alles sehr harmonisch ineinander greift. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle an Lego für das Rezensionsexemplar. So, da steht das Biest vor uns, beziehungsweise noch versteckt hinter dem Karton, aber den nehmen wir jetzt mal weg. Und nach 10 Stunden Bauzeit haben wir tatsächlich einen riesigen Kran. Also das Ding ist wirklich beeindruckend. Ich hatte es ja auch noch nicht gesehen auf der Messe. Und jetzt, wie es jetzt einem vor einem steht, das hat schon nicht nur Gewicht, sondern auch wirklich Ausmaße. Und die richtigen Ausmaße sehen wir ja erst, wenn dann hier auch noch dann der Kran wirklich ausgefahren wird. Und das machen wir jetzt mal. Nehmen also sozusagen eine Funktion schon mal vorweg. Wir schalten hier um auf bitte Kran ausfahren, zack und raus damit. Und dann werden wir gleich mal das Zentimetermaß anlegen und mal schauen, wie viele Zentimeter sind es denn wirklich, die da jetzt gerade entsprechend rausfahren. Und ja, also für den Preis hat man viel Kran, wie ich finde. Aber das will ich natürlich jetzt meinem entsprechenden Vermerk am Ende noch nicht, also dem Fazit, vorwegnehmen. Da sehen wir, er fährt und fährt und fährt. Gleich ist er aus dem Bild raus. Wir müssen hier mal ein bisschen nachjustieren. Und wenn er gleich rödelt, dann ist er angekommen. Genau, mehr geht nicht. Also er geht nicht durch die Decke. Wir holen das Zentimetermaß raus. Ja, ich weiß, normalerweise misst man nicht im ausgefahrenen Zustand, aber das machen wir jetzt hier natürlich schon. Der ganze Arm selber kommt jetzt hier so auf ungefähr 94, 95 Zentimeter. Wenn wir jetzt aber das Gesamtgefährte dann in dieser Ausprägung nehmen, dann sind wir hier schon bei 1,20 Meter ungefähr, je nachdem, wie hoch der dann auch steht. Der Wagen selber unten, da sind wir hier so im knappen, nicht einen ganzen halben Meter, das sind so 48 Zentimeter. Ja, und was einen wahrscheinlich so gar nicht interessiert ist, wie groß ist denn hier das Gesamtgefährt hinten, so 22 Zentimeter. Und wenn wir hier unten nochmal gucken, da haben wir so 19 Zentimeter. Gut, das ist aber völlig uninteressant. Na gut, das Einzige vielleicht könnte noch interessieren, was haben denn eigentlich die Räder für Durchmesser? Und die sind so bei ungefähr, also die Reifen in diesem Fall, 10 Zentimeter. Das ist also auch schon was. Das heißt, wenn man da eine Minifigur daneben stellt, das können wir ja mal machen, die nimmt schon, ja, die passt. Also, um nicht zu sagen, die ist dann wirklich klein. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen ranzoomen, da, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Für Leute, bei denen es wirklich auf die Größe ankommt, die haben hier schon mal was. Und ich finde Größe schon cool, gerade auch bei Lego. Und den Rest, also die Details von dem Ganzen und welche Funktionen da noch sind und was das ganze Gerödel hier denn soll, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Wenn wir allerdings gerade beim Größenvergleich sind, es wurde mal angefragt, bitte zeig doch mal, wie sieht es denn mit dem Schaufelradbagger aus, wenn man den daneben, dahinter oder davor stellt. Wie gut, dass ich gerade einen bei der Hand habe, den stellen wir jetzt mal davor. Und wir sehen, ja, natürlich von der Höhe kommt das Ganze schon hin, aber von der Länge, da sind wir natürlich hier schon in ganz anderen Dimensionen beim Kran. Man kann sie nicht wirklich vergleichen. Also der Wagen hier, da werde ich nachher auch noch was zu sagen, ist natürlich hier der Schaufelradbagger nichts für die Vitrine. Ja, schon irgendwie, aber er ist nicht hübsch. Also der Women Acceptance Faktor geht gegen Null. Das ist beim Kran jetzt sicherlich nicht exorbitant hoch, aber er ist deutlich hübscher irgendwie, ästhetischer. Aber das kann man jetzt auch nicht einem solchen Schaufelradbagger vorwerfen, denn der ist ja ein Schaufelradbagger. Also der ist nicht auf Schönheit gemacht. Und nichtsdestotrotz finde ich den immer noch richtig, richtig cool. Aber man sieht schon, also man kriegt hier schon Dimensionen, die sehr vergleichbar sind. Man merkt auch, dass sicherlich die Teilezahl sehr, sehr ähnlich ist. Das sind ja nur so um die 100 Teile mehr, die der gute Kran hat. Also ja, beides tolle Modelle, beides ja auch preislich in gleichen Regionen, sowohl ohne als auch mit Rabatt. Aber jetzt gucken wir uns die Details an.
Lego selber nennt ja dieses Gefährt einen geländegängigen Kranwagen. Das heißt, er hat Räder unten dran, er fährt, allerdings nicht mit Motorkraft hier. Geländekran kann man sonst auch unter diesem Begriff suchen im Internet, dann findet man auch einige Videos. Liebherr zum Beispiel hat so ähnliche Modelle auf dem Markt und wir fangen mal vorne an. Hier ist ein bisschen offen gebaut, das hat auch noch seinen Sinn. Wir haben hier so ein paar Rückspiegel, insgesamt sind drei dabei, vorne welche. Und dann hier auf der gegenüberliegenden Seite von der Fahrerkabine, da ist auch noch mal einer. Warum auch immer genau, das kann mir ja vielleicht jemand mal in den Kommentaren schreiben. Ich sei auch an dieser Stelle wieder erwähnt, ich bin kein Fachmann für Kräne. Ich mag Kräne von außen ansehen, aber ich habe keine Ahnung wirklich viel davon. So gesehen habe ich auch mir jetzt erst wieder anlesen müssen, ja, auch bei denen ist es unüblich, irgendwelche Federungen zu haben. Und das Teil ist auch nicht gefedert. Also gut, das beruhigt doch schon mal. Da scheint also kein Fehler vorzuliegen. Wir gucken uns mal hier das Cockpit an, beziehungsweise die Steuereinheit. Da haben wir ein Lenkrad, das sich in diesem Fall nicht mal drehen lässt. Also das ist starre fest, aber dafür haben wir einen schönen Aufkleber hier vorne. Da sehen wir so ein paar Armaturen, die dort angezeigt sind, auch tatsächlich kranbezogen. Wir haben hier angedeutet, ja, vielleicht einen Ganghebel oder einen Joystick, der dann da ist. Wir können auch die Tür öffnen, allerdings nicht einfach nur so rausklappen, sondern die klappt sich so seitlich weg. Das ist eigentlich ganz interessant gelöst, so. Da sehen wir es, wir können es nochmal zumachen, da sehen wir auch, sie geht so seitlich auf und dann haben wir noch ein bisschen mehr Blick da rein. Also ja, nichts Spannendes da drin. Da passt ja, wie gesagt, natürlich auch wieder, weil es ja entsprechend die Größe ist eines normalen Technikmodells. Es gab ja mal Technik-Minifiguren, aber es passt eben keine normale Minifigur rein. Passt natürlich schon, aber die ist da hemmungslos verloren. Ich packe da mal eine rein, die rutscht mir hier schon quasi unter die Armaturen. Man ahnt schon, die kann da drin übernachten. Da sehen wir es. Naja, es geht, aber sie kommt nicht ans Lenkrad. Also Pech gehabt in diesem Fall. Gut, also das war das Cockpit. Hier oben ist noch so eine kleine Warnlampe. Wahrscheinlich, wenn das Ding in Betrieb ist, soll es leuchten. Leuchtet natürlich nicht wirklich. Hier unten oben sind auch so ein paar Scheinwerfer angedeutet. Da unten auch. Überall, wo man irgendwas jetzt hier mit Zeichen sieht oder so was Gelbes, das sind natürlich alles Aufkleber, wie wir hier sehen. Und dann kommen wir hier zu dem großen Kranarm. Den werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Wenn wir hinten dann weiterfahren, dann sehen wir hier die Schnur, die aufgewickelt wird auf dieser Spule. Und damit das so ein bisschen gleichmäßig passiert, sind diese beiden Räderchen, da wo das hier dann durchläuft, dieses Benzel, die sind so ein bisschen variabel aufgehängt. Das heißt, das läuft also hier durch und wenn es gut läuft, laufen die auch so links, rechts. Das muss man gucken. Hier sieht man, so ganz gleichmäßig aufgereiht ist es nicht, aber es ist zumindest der Versuch. Und dann sehen wir auch die Achse, mit der dann die Kraft hoch befördert wird, um dann in diesem Fall den Kran auszufahren. Da sind dann die entsprechenden Zahnrädern, die wir sehen hier, und diesen Zahnradantrieb auch. Und da unten, da auf diesen Rollen, da läuft dann die Schiene weiter, um dann bis hier oben dann hinzukommen. Da geht es dann einem, wird es umgelenkt und hier haben wir dann noch was, wo wir was ranhängen können. Das werden wir gleich natürlich auch nochmal ausprobieren. Auch mal gucken, welche Gewichte können wir denn da hinkriegen. Dann haben wir hier unten noch, damit wir dann auch das Ding hoch und runter fahren können, diese Kolben, die dann dieses Typische haben. Nicht? Hinten dreht man und dann fährt vorne dieses metallene Teil ein bisschen raus und kann dann dadurch unseren guten Arm hochheben. Wir können hier unten so ein bisschen in den Motorraum reingucken. Aber der richtige Motorraum, der ist ja hinten. Das werden wir hier sehen gleich auch, wenn ich jetzt mal einmal über die hinteren Bereiche noch fahre. Hier auch natürlich wieder Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Da sehen wir schon On-Off. Ja, da ist der Ein- und Ausschalter, der wieder so gebaut ist, dass man ihn nur in eine Richtung drehen kann. Also der Motor nicht rückwärts laufen kann in diesem Fall. Wenn wir das jetzt hier machen, sieht man schon, da läuft irgendwas. Und machen wir wieder aus. Das gucken wir uns ja gleich nochmal genauer an. Von hinten schön wuchtig auch verkleidet. Also das gefällt mir sehr, das ganze Modell. Ansonsten sowieso sehr schön verkleidet, wie ich finde. Auch nicht zu viel. Also es bleibt ein Technikmodell, aber es ist trotzdem nicht so offen und völlig, dass man da jetzt denkt, das ist nur schickimicki. Genau, hier haben wir den Motorraum. Das können wir nachher dann mit ein, zwei Dingern aufmachen, damit wir dann auch da in die Batteriebox wieder rankommen und sie dann austauschen. Die können die Batterien. Hier sehen wir auch Gummibänder, die da aufgehängt sind. Und hier hinten, da ist sozusagen der Motor mit den Zylindern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hat er in diesem Fall. Hier haben wir noch was. Den Ölfilter, der angedeutet ist, und viele Zahnräder. Bis hin dazu, dass wir hier hinten drehen können.
Und das ist nämlich die Steuerung. Die werden wir uns jetzt gleich mal genauer angucken. Wenn ich jetzt hier einmal mit dem guten Gefährt per Handkraft fahre, dann sieht man einmal, wie da die Kolben hoch und runter gehen. Ich hoffe, wieder natürlich die richtigen Begriffe. Also die, naja, gut, man weiß, was ich meine. Diese gelben, guten Nöpsel und dass hinten da auch tatsächlich die Luftzufuhr dann entsprechend gewährleistet ist, indem das da hinten sich dann auch entsprechend dreht. Macht einem ja, ja, wird man fast neidisch ein wenig in diesen heißen Tagen, wo Ventilatoren gerade, na, sagen wir mal so, nur für horrendes Geld zu bekommen sind. Gut, so ungefähr das, was man hier schon sieht. Wir können noch ein bisschen sehen, an etwas paar Dinge sehen, die man nicht sieht, weil man sie aufklappen muss. Hier unten, da haben wir wieder so eine Leiter, die haben wir bei solchen Modellen öfter mal. Und da sehen wir, da sollen Tools drin sein, also Werkzeug. Wir können aufklappen und tatsächlich, kleines Gimmick, hier haben wir da also einen Hammer und ein Schraubendreher, habe ich beinahe gesagt. Einer, der also da die Muttern löst. Zack, können wir zumachen wieder. Und auf die andere Seite, da gucken wir natürlich auch. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das gute Ding hier in seiner völligen Wuchtigkeit dann auch rumkriegen. Weil da haben wir nämlich nochmal sowas, während er hier mir gleich mein gesamtes Lampenbereich umhaut. Und da sehen wir schon, da gibt es allem Anschein nach irgendwie Ketten. Und wir machen mal auf. Und tatsächlich, es befinden sich hier zwei Ketten dann in dem guten Teil drin. Da sehen wir es. Ja, also Ketten. Da ist auch nochmal eine Leiter und wir sehen auch, wie hier an der Stelle dann auch irgendwas eingeschaltet werden kann. Hier nämlich in diesem Fall die Füße, die ausgefahren werden können. Die sehen wir jetzt hier nochmal im eingefahrenen Zustand und gleich werden wir mal ein paar von den Funktionen ausprobieren. Das machen wir dann, wenn wir den guten Kran erstmal wieder mit viel filigraner Handarbeit auf diesen schönen Tisch umgebaut haben. Da steht er jetzt und wir können ihn noch drehen und und. Jetzt wollte ich erstmal mal ein bisschen damit fahren. Da sehen wir schon, wenn ich nämlich hinten drehe, an diesem, da sehen wir es, diesem Griff hier, an diesem Rad, dann ist da nicht nur Zahnräder ineinander greifen, sondern wir sehen auch, dass die Reifen entsprechend, beziehungsweise die Räder, reagieren. Und zwar hier auch so, dass man einen, naja, nicht wirklich engen Kreis hinkriegt, aber immerhin sind beide damit verbunden und können also dann entsprechend den Wendekreis zumindest ein wenig reduzieren. Da sehen wir es, so läuft's. Es wird immer wieder mal kritisiert, dass ja hier kein Motor drin ist. Natürlich ist ein Motor drin mit sogar einem L-Motor, aber es ist keiner, der das Gefährt selber vorantreibt und keine Fernsteuerung oder ähnliches dafür. Ich glaube, das wäre auch wirklich eng geworden. Ich bin kein Fachmann, was Design angeht, aber da ist so viel Technik schon drin, dass man da jetzt noch eine Fernsteuerung und dann auch noch eine, die dann die Räder wirklich angetrieben hätte und dann auch mit solcher Kraft, weil das ganze Modell ist ja schwer. Also da muss ja auch noch wirklich vorgehen und dann nur so schleichen, wie es denn beim Schaufelradbagger der Fall ist. Da ist das Prinzip. Der rast ja auch nicht durch die Straßen, sondern der fährt mal von einer Stelle ein paar Zentimeter weiter zur nächsten. Da ist auch völlig okay, dass der schleichend nur vorwegkommt mit dem einen Motor. Bei dem hier wäre das, glaube ich, eine Sache, die wäre eher albern. Gut, ich glaube, die Details haben wir uns grob damit angesehen. Dann kommt, während wir hier nochmal hinten kurz den Blick haben. Auch da kann ich ihn nochmal bewegen, da sehen wir nochmal, wie sie es dreht. Oh ja, ganz ordentlich sogar. Aber dann wollen wir mal als erstes starten mit Füße ausfahren. Und damit die Füße auch ausfahren, muss man am besten etwas haben, was komprimiert. Beziehungsweise, was insbesondere auch dazu dient, dass der Boden geschützt wird. Und da haben wir hier ein paar Platten. Die sind hier unten vorne angebracht und die können wir da drunter legen. Die haben auch noch so ein paar kleine, einer Lego runde Steinchen dahingelegt, damit sie dann auch dann der Fuß, der hier so ein bisschen flexibel aufgehängt ist, dann hineinpasst. Und die legen wir jetzt gleich mal da drunter und dann werden wir das ganze Teil mal draufstellen und mal schauen, ob die Kraft denn reicht, um denn den Kran dann auch tatsächlich so hoch zu bringen, dass er dann nur noch auf diesen Füßen steht und nicht mehr auf seinen Reifen. Genau, das kommt jetzt. Dafür müssen wir einmal den Motor starten und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Wir sehen erstmal hier, ja, noch nicht, so, jetzt ist er im Leerlauf, nichts passiert. Mit den Teilen hier sind wir vor allem am Hantieren mit dem Kranarm. Da können wir dann verschiedene Dinge machen, das kommt gleich. Hier schalten wir um, was wollen wir denn? Wollen wir den oberen Bereich hier steuern oder den unteren? Wir wollen jetzt ja den unteren, das heißt, jetzt haben wir die Wahl, entweder das ganze Gefährt zu drehen. Das ist für den unteren Bereich, das wäre der hier. Und auf der anderen Seite, da ist noch ein Schalter. Und damit können wir jetzt bedienen, dass die Füße ausgefahren werden. Das machen wir jetzt mal. Man sieht, ich habe es getan. Und tatsächlich, der Fuß fährt. Und das tun sie übrigens auch alle vier gerade, wenn man das mal so ein bisschen da bewegt. Und da sehen wir, ja, jetzt müssen wir hier so ein bisschen
das anpassen, damit die dann auch richtig dort in diese Lücke reingehen. Na, da habe ich daneben gehauen und da steht mal gar nichts. Gut, das müssen wir jetzt mal manuell machen. Normalerweise hat man ja dabei auch nicht noch eine Kamera in der Hand, während man das macht. So, man hört, es klackert, er ist also am Anschlag. Und theoretisch wäre es natürlich jetzt schön, wenn der so hoch gedröhnt hat, dass die Reifen frei wären. Aber man sieht schon, hier, nee, da ist nichts reifenfrei. Das Einzige, wo man es ein bisschen erkennen kann, dass er so ein bisschen zumindest in der Luft ist, wenn ich hinten jetzt drehe an der Lenkung, dann drehen die sich etwas leichter. Aber dass er jetzt wirklich hochgehievt wird, wie es ja in der Realität wäre, das ist an der Stelle tatsächlich nicht. Da ist wahrscheinlich einfach die Kraft dieses L-Motors dann auch wirklich an seinem Ende. Wir können gleich noch mal was Schwereres mal drunter legen, was Höheres. Mal sehen, ob das was bringt. So, jetzt habe ich da ein paar Platten drunter gelegt, die eigentlich von den Brickheads kommen als Unterlage. Da drückt er jetzt drauf und ja, man hört, da tut sich was. Die Reifen bewegen sich leicht, wenn man ganz genau hinguckt. Und jetzt würde ich sagen, ja, jetzt hängen sie. Also es geht doch, es geht doch. Und sie bewegt sich doch, hätte ich beinahe gesagt. Wir können hier mal den Motor wieder ausmachen. Tatsächlich hat er ihn jetzt so hochgehoben, dass die Räder frei drehen. Eigentlich schade, dass man, ja gut, das ist jetzt nicht wirklich Kritik, weil so ein Plättchen kann man dann selber sich bauen oder nimmt eben seine Brickheads-Figuren. Aber schade, dass man das nicht gleich mitgemacht hat. Also das wäre doch richtig cool gewesen, dass, wenn das so gleich dabei wäre. Weil das, finde ich, ist schon ein cooles Feature, dass das dann so frei hier dreht. Aber gut, man weiß es nicht. Sollte ich mal wieder einen Techniker vor die Interviewbrust kriegen, werde ich ihn mal fragen, weil das finde ich fast schade. Also wenn man schon so ein cooles Feature hat, warum man das nicht sozusagen bis zum Maximum ausreizt. Aber gut, es ist immerhin da. Es geht. Also wir können ihn dann auch wieder absetzen. Dafür starten wir den Motor mal wieder und müssen dann hier hinten den Schalter auf die andere Richtung legen. Dann fährt er die Dinger nämlich wieder hoch und wir sehen, er landet sofort wieder auf den Reifen und das Ganze funktioniert. So, Zeit, dass sich was dreht, nämlich der gesamte Aufleger hier. Wir starten wieder den Motor. Wir haben jetzt die Wahl, entweder rechts herum oder noch eine Runde rückwärts. Wir machen eine Runde rückwärts und wir hoffen mal, dass jetzt hier nicht gleich die Einrichtungsgegenstände runtergeholt werden. Ich bitte das Augenmerk bitte kurz mal hier in den Innenraum zu werfen. Da sehen wir nämlich, wie die Drehung auch erzeugt wird. Wir werden es gleich noch mal ein bisschen näher ranholen. Da drehen sich Zahnräder und der gesamte Aufleger, der dreht dann eben mit. Und das ist auch ganz cool gelöst. Wir sahen das ja dann auch bei dem Bau, beziehungsweise da, dass hier eben diese zwei Elemente aufeinander sind und dort also tatsächlich ein ziemlich wuchtiger Kran komplett gedreht werden kann. Das finde ich schon beeindruckend, dafür, dass es nur ein L-Motor ist, der hier diese Bewegung entsprechend erzeugt. Also ja, ja, das ist jetzt nichts, wo man jetzt stundenlang zugucken kann, aber ja, ein, zwei Runden gehen da schon. So, da sehen wir, wie die Zahnräder da ineinander greifen und das Gesamtgefährt drehen. Diese zwei Platten, die da aufeinander sich entsprechend bewegen. So eine Art Kugellager, naja, also so eine Art Kugellager, das Ganze dann eben auch ermöglicht. Wir gehen mal ein bisschen höher. Da sehen wir auch, ja, es dreht sich tatsächlich. Und ja, es ist, und es dreht sich doch. Wobei ich mir hier auffällt, was ich zum Beispiel vorhin nicht gezeigt habe. Schön, dass er mal kurz rumfährt. Wir haben hier noch einen Feuerlöscher, der hier aus Lego-Steinchen gebaut ist. Haben wir schon öfter in Modellen in dieser Form gesehen. Da kommt er jetzt gerade an uns entsprechend vorbeigedreht. So, jetzt wollen wir aber natürlich sehen, was kann denn der Oberüberleger mit uns anstellen. Boah, Gottes Willen, fast wäre hier alles schiefgelaufen. Hier sehen wir jetzt die Gangschaltung quasi, mit der die obere Einheit bedient wird. Wir müssen hier den Motor theoretisch jetzt starten, machen wir gleich. Hier schalten wir dann schon mal um auf obere Einheiten bitte bedienen. Und dann haben wir hiermit die Möglichkeit, mit dieser quasi Sechsgangschaltung bestimmte Gruppen zu steuern. Das erste ist, dass der Kranhals hoch und runter fährt, runter, hoch. Das zweite, das haben wir am Anfang schon gesehen, das ist die Möglichkeit auszufahren oder wieder einzufahren. Und schließlich können wir noch das Benzel runterlassen, sprich also Lasten hochfahren oder runterfahren. Also auch das werden wir uns gleich natürlich angucken. Als erstes wollen wir allerdings den Hals sozusagen unseres guten Krans abheben lassen. Wir machen an. Wir sehen tatsächlich hier unten, da sind Zahnräder, die ineinander greifen. Der Motor wird also dahin gerade umgeleitet. Dann werden hier diese Kolben langsam rausgedreht. Und die wiederum, wie wir jetzt, wenn wir zurückgehen, sehen werden, befördern unseren gesamten Kranhals nach oben.
Und zwar, mal sehen, wie weit geht es? Macht er noch den Überschlag? Wir werden es erleben. Ich muss weiter zurückgehen. Ja, das ist schon, ja, also die ein oder andere Neubauwohnung kommt hier schon an ihre Grenzen wahrscheinlich. Zack, da sind wir oben angekommen. Aber gut, es ist nicht senkrecht. Und wir haben natürlich wieder dieses typische Überschlagsgeräusch, was einem irgendwie das Gefühl gibt, hier geht gerade richtig alles kaputt. Das ist aber normal. Normalerweise geht da nichts kaputt. Wir sind aber am Anschlag. Wir können das Ganze jetzt natürlich auch in die andere Richtung bewegen. Dazu legen wir den Hebel um und gucken mal, wie weit er denn runterfährt. Und da kommt jetzt eine Sache, die auch von anderen, habe ich gesehen, teilweise kritisiert wurde, dass er, wie wir gleich sehen werden, nicht komplett auffliegen wird. Während wir jetzt hier nochmal reingucken, ja, da fahren jetzt die Kolben wieder rein. Wir gehen wieder ein bisschen zurück, ein bisschen Viva-Style hier. Und da sehen wir, ja, er fährt runter, runter, runter. Mal sehen, wann er denn Schluss macht. Eins, zwei, drei, gleich wird es rattern. Er ist fast eingefahren und wir entdecken, er ist, na, fast waagerecht. Also es gibt auch schon im Netz kleinere Anleitungen. Ich habe auch eine selber von einem Zuschauer zugeschickt bekommen, dass man mit ein, zwei Teilen, die man da entfernt drin, dann tatsächlich das Ganze auf komplett waagerecht legen kann. Aber es ist nah dran. Also, und normalerweise bedient man ja auch dieses Gerät nicht dafür, dass man also jetzt tatsächlich hier Lasten bedienen will, sondern man hat einfach Freude daran, dass sich das überhaupt bewegt. Und da kommt es, glaube ich, jetzt auf diesen letzten Meter, hätte ich mal gesagt, letzten Zentimeter nicht entsprechend an. So. Jetzt wollen wir die nächste Funktion nutzen. Wir machen wieder an und wir wollen in diesem Fall den Kran wieder ein wenig einfahren. Dann sehen wir hier, da wird jetzt reingezogen. Hier haben wir es. Dort greifen die Zahnräder rein und hier wird dann das Band nicht bedient. Da kommen wir jetzt gleich zu. Das ist nämlich eine spannende Geschichte. Während jetzt hier die Zahnräder auch zu sehen sind, wie das Ganze dann entsprechend reingefahren wird, weil wenn wir das jetzt gleich mal anders machen, wir fahren jetzt mal kurz schon mal testweise, das zeige ich gleich nochmal genauer, vorne das gute Teil rein. Das machen wir jetzt mal nicht ganz. Stopp. So, er ist fast fertig dort. Und wenn wir jetzt nämlich dann ausfahren, so, dann langt das Ding komplett vorne an. Und nur allein dadurch, dass es sich da verklemmt hat, wird dann jetzt das Band hier, sprich also die Schnur, abgewickelt. Das hört man auch, das ist jetzt deutlich schwergängiger gerade. Das finde ich fast ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob man das hätte technisch anders lösen können. Also, dass der jetzt hier so auf Zug ist tatsächlich und nur dadurch das Ganze sich dann entsprechend bewegt. So, da ist er angekommen. Wenn ich ihn jetzt in die andere Richtung bewege, wird man sehen, jetzt hängt er gleich ein bisschen mehr, weil er ja mehr von dem Band entsprechend abgebaut hat. Und deswegen jetzt hier der Druck raus ist. Also entweder, wenn man das nicht will, hat man ihn gleich nicht so oben an Anschlag, sondern jetzt werden wir gleich sehen, welche Höhe ungefähr muss man erreichen, damit er voll ausgefahren nicht gleich oben anschlägt. Ja, gut, so ungefähr diese. Ja. Ansonsten ist es aber auch nicht schlimm. Also es hört sich nur ein bisschen komisch an, es ist aber in Wirklichkeit durchaus funktionabel. Und als letztes, während wir jetzt den Arm nochmal, also es ist ja schöner, wenn der Arm auch ein bisschen höher ist. Deswegen fahren wir den jetzt nochmal ein bisschen hoch. Werden wir jetzt tatsächlich auch dieses, was da vorne die Gewichte hält und was die Sachen dann ja hoch und runter fährt, nochmal auch extra dafür dann bedienen. Wir fahren mal in diesem Fall jetzt runter. Wir sehen jetzt hier, wie es abwickelt, wie es dann über diese beweglichen hier Teile rübergeht. Ja, und jetzt bewegt sich nichts mehr, weil er ist bei mir angekommen unten. Aber während hier übrigens sich gerade alles abwickelt. Also das, machen wir lieber mal Stopp. Gut, da sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten. Ich glaube aber, mal sehen, ob er sich jetzt gleich hier völlig vertüdert. Ja, ich glaube, das funktioniert aber wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ribbelt sich wieder auf. Da ist er einmal aus der Spur raus. Da gehen wir mal wieder rein. So, jetzt läuft es auch wieder. Und wir sehen auch tatsächlich, wie hier vorne diese entsprechenden Teile links und rechts gehen. Und hier ist er jetzt angekommen, zack. Und wenn wir wieder runterfahren, dann ja, sieht man auch, wie sich das dann hier entsprechend dreht. Das Band ist hier, beziehungsweise die Schnur eben entsprechend fixiert. Und dann geht sie eben hier über diese Führungsrollen da nochmal durch, hier rüber und hier tatsächlich bewegt sich das. So, ich habe ihn dann mal wieder in Ausgangsposition gebracht und der eine hat sich ja schon gefragt, was soll das denn hier eigentlich? Und wir sehen schon, das ist nur locker ineinander aufgehängt. Das ist quasi ein Fertighaus in Einzelteilen und das dient uns als Anschauungsmaterial dafür, dass unser Kran auch was zu tun hat. Hier haben wir jetzt an einen Einer aufgehängt. Und solche Kettenelemente, die können wir jetzt einfach hier wieder reindrücken und dann können wir die
hier rüber hängen. Und dann sieht es tatsächlich so aus, als wenn er die transportieren, hoch und runter wuchten würde. So, das gute Teil hängt. Wir starten wieder den Motor. So, und was machen wir denn jetzt zum Beispiel? Wir hieven das Ganze mal hoch. So, und wir sehen, ja, das System wackelt schon ein wenig. Hier wirken natürlich entsprechende Kräfte. Aber dadurch, dass der hintere Teil recht massiv und schwer ist, hält das zumindest natürlich diese leichten Teile jetzt hier ab. Selbst die Drehung würde jetzt also gut funktionieren wahrscheinlich. Genau, also egal in welcher Position er ist, er fährt also durchaus so, wie es sein sollte. Das hält ihn also nicht davon ab. Interessant wird es natürlich, an welcher Stelle kippt's. Man kann jetzt natürlich hier versuchen, einfach mal ein bisschen eigene Kraft anlegen. So, wow, ich muss schon ordentlich jetzt ziehen. Und da habe ich eher das Gefühl, dass hier der Arm bricht, als dass unser Wagen da in irgendeiner Form... Nö, also da ist durchaus Kraft hinter. Also so einfach kippt, lässt er sich nicht kippen. Wir drehen ihn mal in diese Richtung, während da jetzt die Fußboden-Dings unter ist. So, glaube ich, kann das... Ja, jetzt habe ich Freilauf. Wir drehen, drücken mal hier. Nö, also kippen lässt er sich nicht so einfach. Das ist nicht wie bei unserem Gabelstapler. Nö, das ist ganz gut. Also irgendwann ist natürlich auch hier die Kraft einfach an diesen Teilen erschöpft und dann würde das hier wahrscheinlich einfach abgehen. Es ist ja dann doch nur durch entsprechende schwarze Nöpsel, also durch einer hier entsprechend Verbindungsstücke gehalten. Aber ja, ich muss hier schon ordentlich drücken und noch passiert nichts. Also da kann man, na, jetzt nicht Riesengewicht, aber da kann man schon was ranhängen. Also mal gucken, was ich fand. So, jetzt haben wir hier einfach mal den Gabelstapler rangehängt. Wenn wir schon davon reden, dann sollen wir doch auch, wollen wir doch natürlich auch sehen, ob wir den im ausgefahrenen Zustand hochkriegen. Ich glaube, das ist gerade eine ganz schlechte... Na? Doch, aber das ist nicht so, dass ich da gerne lange zugucke, glaube ich. Ich glaube, die lasse die Kamera mal mitlaufen, aber er kriegt ihn hoch. Ja, hängt. Also nicht so, dass man da jetzt nicht 1000 Tode gerade stirbt als Besitzer dieses Modells, aber es hat funktioniert. Ja, da hängt er und wackelt. Ja, hätte ich nicht gedacht. Cool. Aber was da für ein Zug drauf ist, sehe ich natürlich, wenn ich das Ding jetzt mal hochhebe. Ja, okay. Da, also mehr sollte es dann vielleicht auch nicht sein. Ansonsten, gut, ist es Lego. Im Zweifel muss man dann eben nochmal ran und das nochmal bauen. Und zum Schluss gucken wir den guten Teil auch nochmal unter den Rock sozusagen. Sprich also, was ist denn unten drunter? Wir sehen hier Differentiale, die hier auf jeden Fall gut verbaut sind. Wir sehen, wenn wir jetzt hinten mal steuern, wie denn auch hier die Zahnräder sich bewegen, um dann auch das Gegenläufige bei den Rädern hinzubekommen. Was spannend natürlich ist, wieder alles sehr bunt. Sieht man von außen fast nicht. Diese gelben kann man, wenn man sehr genau hinguckt, erkennt man die. Die Frage ist ja immer, warum macht Lego das? Haben die einfach zu viele von den bunten Teilen? Meine Vermutung ist, ohne sie jetzt hundertprozentig bisher bestätigt bekommen zu haben, dass es auch einfach für den einfacheren Bau ist. Wenn alles nur grau wäre oder schwarz, wird es in der Anleitung schwierig. Und gerade für Jüngere und auch Lego ist ja weiterhin auch für Jugendliche und Kinder und Unerfahrene vielleicht, dass man denen das nicht ganz so zutraut, dass die das noch alles unterscheiden können und deswegen hier diese bunten Steine mit drin sind. Mich persönlich stört das quasi gar nicht, außer dieses kleine Gelb, die Gelben, die hier so ein bisschen zu sehen sind, die allerdings noch, finde ich, einigermaßen passen, ist der Rest ja wirklich nur zu sehen, wenn man es hinsetzt, hinlegt. Wenn ich ihn wieder hinstelle, ist davon quasi nichts mehr zu sehen. Höchstens, wenn man es weiß, hier so von oben mal reinguckt, da erkennt man dann was. Aber ansonsten ist das eigentlich nichts, was mich wirklich stört, wenn man es nicht weiß. Also finde ich, ja, macht jeder selber für sich entscheiden, ob das für ihn ein Negativpunkt ist. Für mich ist es in diesem Fall übrigens keiner. Dafür sieht man aber immerhin hier diesen Ölfilter ganz gut. Man sieht hier trotzdem, auch wenn der hier so entsprechend geparkt ist, wie hier diese Kolben sind. Also das finde ich, das soll man sehen und das sieht man auch. Und das finde ich auch ganz schön gelöst. Dann werfen wir noch mal einen Blick in die Anleitungen. Zwei relativ dicke Bücher sind es, wie wir hier sehen. Und im ersten sehen wir auch, in welchen Bauabschnitten wir das bauen. Ich hatte es ja bei dem Auspackvideo schon gesagt. Man ist so mit knapp einer Stunde pro Bauabschnitt. Aber das kommt auch nicht ganz hin. Gerade so bei den mittleren Tütchen, da sind es etwas einfachere und kürzere Schritte, sodass man auf eine Gesamtbauzeit bei mir von 9 bis 10 Stunden ungefähr kommt. Hier sehen wir aber auch, wie viel Technik da erstmal ist, bevor dann in den letzten drei Bauabschnitten erst Verkleidung dazukommt, der Arm dann dazukommt und
dann auch noch unser Fertighaus, das dann entsprechend da zusammengebaut werden kann. Ansonsten viel, ja, normales Lego-Technik bauen, aber wie ich finde, immer wieder spannend, auch zwischendurch klappt das denn. Und es gibt immerhin auch zwischendurch mal eine Phase, wo er einem bittet, mal den Motor schon mal zu starten und ein paar Sachen auszuprobieren, um zu sehen, ob denn auch wirklich alles richtig ist, bevor dann alles draufkommt und dann entsprechend, man vielleicht schwieriger nachher die Sachen wieder reparieren kann, wenn man doch einen Fehler gemacht hat. Für mich ist immer der erhabenste Moment bei so einem Technikmodell, wenn es denn dann wirklich funktioniert. Und das hat es bei mir und das ist, finde ich, immer wieder sehr, sehr cool. Gerade bei so einem Riesenmodell. Das fand ich schon beim Radlader toll, beim Schaufelradbagger. Das finde ich bei dem hier auch toll. Übrigens, wer möchte, kann übrigens daraus noch einen mobilen Freilaffallhammer machen. Ist ja ein 2-in-1-Modell. Das sehen wir hier. Und wie man auch erkennt, der größte Teil des Gesamtmodells, das betrifft, glaube ich, die Tütengruppen bis knapp vor zweistellig, dass dort alles gleich ist. Das heißt, man muss eigentlich nur diesen Teil, was vor allem der Kranarm ist und ein Teil von der Verkleidung, sprich also auch die Kabine, verändern, damit dann hier dieses gute Teil draus wird. Und wir sehen hier, die Steuerung ist natürlich dann die gleiche und wir können dann den Hammer wohl auch entsprechend aufrichten. Wir können schlagen damit und das Gesamtgewinde auch noch drehen. Aber das finde ich mal ganz gut. Zeigt allerdings auch, dass es eben ein nicht so unterschiedliches Modell ist, dass man hier nicht alles wieder auseinandernehmen muss. Bei 4000 Teilen ist das auch wirklich sportlich, sondern sich auf einen gewissen Teil, nämlich insbesondere den Arm, konzentrieren kann. Die Anleitung für dazu findet man übrigens auch im Netz und dann, wenn man möchte, eben auch noch den Freifallhammer daraus bauen kann. Ja, man merkt, ich bin am wenigsten Spitzen gekommen. Hat damit zu tun, dass wir es sehr warm haben. Hat aber auch damit zu tun, dass dieses Modell wirklich, ich finde zumindest, grandios ist. Und zwar grandios groß und auch von den Funktionen sehr schön gestaltet. Also es funktioniert alles, trotz eines Einzelnen, das muss man ja mal sich betonen, L-Motors, der das Ganze hier in Wallung bringt. Ja, man kann ihn nicht fernsteuern und er fährt nicht dadurch. Aber das habe ich ja vorhin auch schon erklärt. Nach meiner Ansicht wäre das wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig hier noch zu machen gewesen. Und wenn, wäre es ein Witz gewesen, weil bei dem Rad bzw. bei dem Schaufelradbagger wäre es sinnvoll gewesen. Hier finde ich, hätte das, wenn es nur langsam da vorangegangen wäre, dann auch keinen Sinn gehabt. Also dann kann man auch gern darauf verzichten und das Ganze mit guter Handarbeit dann vorwärts bewegen. Das ist auch völlig okay. Preislich ist er, finde ich, auch gut. Er hat mehr Teile als der, finde ich, immer noch sehr, sehr gute Schaufelradbagger vom Preis her auf die Waage bringt. Und also über 4000 Teile für 230 Euro, aber im Angebot deutlich auch schon unter 200 Euro, ist völlig okay. Also es ist ein Teilepreis von 5, 6 Cent, nicht mal. Also da kann man sich eigentlich, finde ich, überhaupt nicht beschweren, wenn man denn mit Lego-Preisen generell einigermaßen vorankommt. Größe habe ich schon erwähnt. Ich habe die Funktionen erwähnt. Auch dieser V8-Motor, der hier angedeutet ist, das ist jetzt nichts Neues. Das haben wir schon oft gesehen, aber es ist schön, dass es funktioniert. Der Allradantrieb und auch die Allradsteuerung funktionieren sehr schön. Die Hubwinde geht. Es ist eigentlich ein schönes Modell. Wir sehen hier nochmal, es ist wirklich groß und es lässt sich tatsächlich einiges damit machen. Mein Sohn ist auch völlig begeistert übrigens. Der findet das Teil auch schön. Aber auf der Negativseite muss man fast schon ein bisschen suchen. Ein bisschen findet man natürlich, es sind wieder Aufkleber. Stört mich persönlich nicht so. Mag jeder für sich selber entscheiden. Ein bisschen schade finde ich, dass, wenn man den Arm ausfährt, diese Hubwinde eben hier oben sich dann verhaken kann, wenn man sie nicht niedrig gemacht hat und dann hier eher zufällig das Ganze rauszieht und nicht wirklich als Funktion da ist. Aber es geht ja. Also vielleicht war es ja auch so gedacht. Es wirkt für mich nur nicht ganz so. Und das finde ich eigentlich am bedauerlichsten, weil das hätte man doch einfach lösen können. Die Unterlegschaltung Platten noch ein bisschen wuchtiger machen und dadurch, dass er dann ihn wirklich ein bisschen hochheben lassen, was ja funktioniert. Ich habe es ja gerade eben auch vorgezeigt. Das finde ich schade, dass sie das nicht entsprechend gemacht haben. Aber nee, ansonsten richtig klasse. Also ihr kommt ja nicht mal hier aufs Bild. Also das ist, ich weiß zwar nicht, wohin damit. Und wenn man sich jetzt fragt, welchen Tag, was soll ich jetzt kaufen? Ich habe nur einmal 200 Euro. Soll ich mir dann den Schaufelradbagger, den ich hier auch immer noch an der Seite stehen habe, kann ich den hier noch ins Bild bringen? Ja, man ahnt, dass er hier ist, oder soll ich mir den hier kaufen? Und das ist natürlich eher eine Geschmacksfrage. Also auf der einen Seite, der hier sieht einfach cooler aus und er ist noch größer. Also wenn man wirklich Größe zeigen will, dann ist der cool. Ich finde, der Schaufelradbagger hat für mich auch immer noch seine Daseinsberechtigung, weil er von den Funktionen irgendwie noch pfiffiger ist. Ja, der L-Motor
knarzt da noch mehr und versucht da noch mehr irgendwie was hinzukriegen. Aber gerade so mit Förderband, dann dreht sich mal hier was, da tut sich was, dann hinten dieses Förderband dreht auch mit. Das finde ich bei dem Teil auch noch richtig cool. Also wer auf Technik einfach steht, egal ob hübsch oder nicht, finde ich mit dem Schaufelradbagger definitiv, weil es ihn genauso im Angebot inzwischen gibt, sogar noch deutlich stärker, richtig bedient und hat richtig lange Bauspaß und hat was, was definitiv auch ein Hingucker ist, wenn auch nicht kein schöner, prinzipbedingt. Wer es wirklich eher etwas eleganter möchte, der ist hiermit genauso gut aufgehoben. Also es ist Leiden auf, nicht mal Leiden, es ist auf sehr hohem Niveau eine Frage dessen, wann man das eine und danach vielleicht das zweite kauft. Das ist gut, bis Weihnachten gibt es ja vielleicht beide auch noch. Kann man sich ja dann wünschen. Das war's dann für heute mit der Klemmbaustein-Lyrik. Das war meine Meinung, obwohl das Ganze ein Rezensionsexemplar war. Gab keine Vorgaben. Ich bin wirklich begeistert von dem guten Teil. Aber wohin? Ja, gut, das ist eine Frage, mit der werde ich jetzt natürlich hier allein gelassen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer man das hier sieht. Bis bald und tschüss. Nicht vergessen natürlich zu abonnieren, eine Glocke drücken und was einem sonst so bei so einer Seite gerne bei YouTube einfällt. Tschüss.